Achso, ich kann hier langlaufen. Cool. Ich glaube, hier geht es bestimmt weiter. In der Story. Tür ist verschlossen, aber ich kann die Kamera nicht drehen. Oh, dann wartet einer. In Blümelingen, südlich von hier, gibt es ziemlich reiche Kerle. Der hat sogar ein eigenes Boot. Stellt euch vor, man könnte diese ganze Welt in sein eigenen Boot bereisen. Davon könnte andere nur träumen. Das ist wohl wahr. Irgendwie sieht die mir verdächtig aus. Schätzchen, ihr wisst doch sicher, wie man eine Frau glücklich macht, oder? Kauf mir einfach eine Prinzessinrobe. Ja, das ist wirklich sehr hübsch. Wie heißt es, Prinzessinrobe? Ja, Liebes, so etwas musst du unbedingt auch haben. Oh, danke, mein Schatzi Knuffi. Du bist ja so gut zu mir. Ich hab dich lieb, irgendwie. Okay. Da ist nur jemand mit dem Geld. Interessiert sich nur für das Geld des alten Mannes. Alchemie für Fortgeschrittene. Wenn diese Rezepte meistern, darf sich den Ausnahmen Alchemie-Resin also zusammen besorgen und frisch ans Werk. Allheilmittel, Yggdrasil-Tau, Waisenelixier, Astralfeder, Himmelsgebinde und Kristallscherbe. Ich bräuchte aber diesen Vogelgesang-Nektar. Das wäre nicht schlecht. Neulich habe ich eine seltsame, schimmernde Frucht in der Nähe der Brücke gesehen. Einer von uns hat sie genommen, aber... nein, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Oh, das ist schlecht. Ist das kalt. Das Feuer brennt nicht richtig. Das Einzige, was ich noch verbrennen kann, ist meine Hose. Habt ihr nicht zufällig etwas zum Verbrennen, oder? Ich werde euch auch im Tausch dafür was geben. Ach so, ist sogar eine Quest. Alter Mann in Wirklichkeit braucht etwas, um sein Feuer aufzufachen. Einfach irgendetwas annehmen. Feuermarsch. Habe ich irgendwas? Gucken wir mal. Was geben wir ihm denn? Was könnte gut brennen? Grund? Nee, ist ein Stein. Schlamm? Ich hab ein bisschen Tierhaut hier. Geht das? Okay, jetzt ist die Frage, was möchte er haben? Sowas wie Holz? Oder so ein Heilkraut? Oh, okay, Heilkräuter geht. Versuchen wir es. Es funktioniert, jetzt wird es endlich angenehm warm. Danke, Herzchen. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Hier für euch. Eine Goldmünze. Okay, einfach ein Heilkraut geben. Geschafft. Habe ich jetzt dafür genau eine Goldmünze bekommen? Ach, ich glaube, wenn ich irgendwas anderes gegeben hätte, hätte er mir sogar mehr Geld gegeben. Vermute ich. Ich habe irgendwas so weit an Holz oder so gedacht. Das Essen hier ist einfach unschlagbar. Einer Königin würdig. Könnte man sagen. Was Besseres gibt es nicht. Ich bin einmal Küchenchef in einem großen Palast in der Wüste gewesen. Aber die launische Königin hat solch hohe Ansprüche gestellt, dass ich hierher geflohen bin. Mhm.
Ja, sowas mag ich eigentlich auch nicht. Ich könnte auch sowas eigentlich nie machen für irgendwelche großen, berühmten Leute, irgendwas kochen. Oh, ist wieder eine Quest. Also, wenn ihr euch einen Namen machen wollt, tretet doch einfach meiner Räuberbande bei. Nein, wartet. Mir war nicht klar, dass ihr so wenig Ahnung von der Materie habt. Kommt wieder, wenn ihr Stufe 15 als Dieb erreicht habt. Dann seid ihr hier herzlich willkommen. Als Dieb. Jetzt habe ich mittlerweile so viele Quests als Berufe. Boah, ich muss alle Berufe lernen. Ich bin kein Dieb. Ach du Himmel. Ha, seht euch nur diese Lederschuhe an. Habt sie gegen eine goldene Frucht eingetauscht. Ziemlich gutes Geschäft, was? Eine goldene Frucht? Wir suchen jetzt aber keine goldene, wir suchen eine schimmernde Frucht. Ich kann mich jetzt nicht mit eurem Leid befassen. Ich fürchte, mir geht es nicht besser als euch. Oh, ein besoffener Priester. Auch interessant. Lederschuhe? Ich hätte gedacht, diese goldene Frucht wäre mehr wert. Idiot. Idiot. Und da ist der Waffenladen. Ist der auf? Willkommen, Waffen- und Rüstungsladen. Was benötigt ihr? Was haben wir denn hier? Eine Brandklinge. Eine Lanze. Giftnadel und Kolossstab. Schlangenpeitsche, Eisenstab. Klauen. Föhnfächer. Der sieht irgendwie nice aus auf dem Bild. Okay, das heißt, wir können uns hier nochmal aus und nochmal neue Ausrüstung. Diebesturban. Schwere Rüstung. Da, 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 da. Geschick brauchen wir nicht. Blaue Jeans, aber hier. Blaue Jeans für die Fort. Müssen wir jetzt leider machen. Das hat wirklich viel Potenzial. Okay, Glivergewand bleibt noch. Ja, gucken wir mal, was hast du denn noch so? Jeans Rock? Ich könnte den Rock anziehen. Ich glaube, ich würde als Frau auch den Rock nehmen, weil er hat die gleiche Abwehr. Nix. Und das war's. Ja, müsste ich eigentlich noch mal mein Geld abholen. So, ja, so 20.000. Dieser komische Priester wollte ich es immer schon mal zeigen mit seiner arroganten Stimme und so. Okay. Nee, nee. Hier kann man speichern. Gut. Wir untersuchen natürlich erstmal hier alles. Und dann gehen wir übernachten und dann mal gucken, was passiert, wenn, wie es weitergeht. Ich bin so satt. Viel zu satt. Wenn ich hier bleibe, werden meine Kinder keine Chance im Leben haben. Darum spare ich auch, wo ich nur kann. Alles, was mir der Allmächtige zukommen lässt, lege ich zur Seite. Ich möchte weit wegziehen und nochmal von vorn anfangen. Wenn du hier nicht glücklich bist, dann musst du das tun. Ich glaube, du musst aber dafür, glaube ich, erstmal hart arbeiten. Wie sieht's mit dir aus? Ihr seid neu hier, was? Woher kommt? Woher ihr kommt, ist mir eigentlich schnurzpiep egal. Am besten vergesst ihr eure Vergangenheit einfach. Welcome ist der perfekte Ort für alle, die nicht wissen, wohin sie sonst gehen sollen. Fang noch mal ganz von vorne an.
da ist das Innen, aber Innen ist, glaube ich, unten. Moment, das ist das Innen? Tatsächlich, das ist so klein. Bammelbimmel. Was zur Hölle ist Bammelbimmel? Was ist Bammelbimmel? Sie läutert, um unverzüglich aus Höhlen, Kerkern und Türen teleportieren zu können. Ach! Aha. Eine Hintertür als Item. Na denn? Brauche ich nicht. Ich habe doch Hintertür als Fähigkeit. Oder als Zauberspruch. So, noch hier und dann in einem großen Zelt. Oh, ich kann die öffnen. Ein Heilkraut. Hier haben wir noch Bücher. Zubehör für echte Männer. Gegenstände echten Kerle basieren auf Aggressen. Ah, Besitzung mit Job. Ein Rubin der Rage. Jawohl. Toughes Tattoo. Rubin der Rage und eine mächtige Armschiene. Schutzrubin, Allzweckgürtel und ein Gebetskranz. Ja, jetzt habe ich das Rezept dafür. Gut, dann gucken wir uns gleich mal an, wenn wir unser Geld abholen. Wer hätte gedacht, dass ich diese Frucht so teuer verkaufen könnte und gekostet hat mich bloß ein paar Lederschuhe. Haha. Ihr sucht eine Frucht? Tja... Hab sie schon diesen komischen alten Kauz verkauft, am Fuße dieses Hügels lebt. Neubühltau. Wenn ihr zu ihm wollt, geht einfach über die Brücke und folgt der Straße nach Osten und achtet auf die Schilder. Ich wüsste auch gern, weshalb der alte Herr so viel Geld dafür ausgegeben hat. Okay, es war nicht die Schimmer, also es war jetzt nicht die goldene Frucht. Es geht tatsächlich um die Früge. Die wir suchen, die schimmernde Frucht. Okay. Wir gehen jetzt nochmal in den Zelt. Wir knurren mich an, macht wuff wuff. Okay. Kann ich hier irgendwas öffnen? Schatztruhe ist verschlossen. Ja, ich weiß. Oh, hier muss ich definitiv wieder zurück. Lammwolle, okay. Ein Monster. Das hier ist Captain Claubias Schloss. Der Captain sammelt die Mini-Medaillen, die überall auf der Welt verschleimt sind. Okay. Es ist diesmal keine Prinzessin oder sonst irgendwas, der Mini-Medaillen sucht, sondern ein Captain? Ein Pirat? Das ist ja innovativ. Geil. Wenn ihr was vom Captain Claubert Beute abhauen wollt, dann müsst ihm alle Mini-Medaillen, die ihr unterwegs entdeckt. Er stammt einer Königsfamilie in der... Okay. Es ist wieder doch eine Königsfamilie. Aber es ist immerhin jetzt was anderes, anstatt eine Königin oder Prinzessin. Oh mein Gott. Ah, hi. Ich bin Captain Claubert. Der schlitzohrige, seereisende Sammler der Mini-Medaillen. Mein ganzes Leben lang habe ich die 7 Meere bereist und die maximale Menge an Schätzen erplündert, die ich tragen konnte. Doch mir ist die Klappe vom Auge gefallen und ich habe gesehen, dass Miniaturmedaillen maximal Spaß bringen. Wartet einen Moment. Wenn ihr auf euren Reisen irgendwelche Mini-Medaille findet, würdet ihr dann mal bei mir vorbeisegeln? Ich werde euch mit wertvollen Schätzen belohnen. Im Gegenzug hätte ich eine ganze Schiffsladung Plünderbeute anzubieten. Ihr seid eine gestrandete Seefahrerin und bringt mir die Medaillen. Meinen maximalen Respekt. Her damit! Schau nur, wie sie glänzen. Wie Miniatursonnen. Ihr habt mir 12 Medaillen gegeben. Maximalen Dank. Ich halte mein Wort.
hier die versprochenen Beute. Für 4 mm kriegst du einen Diebeschlüssel. Geil. Für 8 ein Mehrkopftuch. Und für 12. Wir haben 12. Ihr gefällt mir. Die Wahrheit, keine minimale Menge. 13. Eine. Nein. Ich krieg obendrauf noch ein Häschenkostüm. Viel Glück bei der Mittelmeer. Ich hab einen Diebeschlüssel. Ich hab einen Diebeschlüssel. Hab ich die jetzt bekommen? Ich hab hier nichts erhalten. Achso, mit 30 kriege ich ein Häschenkostüm. So, ich habe jetzt den. Ich habe jetzt angeblich einen Diebschlüssel. Hier ist einfach eine Mini-Medaille drin. Und ein Zaubermachtsamen. So, dann holen wir uns das Häschenkostüm. Häschenkostüm. Jetzt steht. Okay, erhaltet. Was als nächstes? 18. Also noch 5. Piratenpulli. Och, wie süß. Wollte ich schon immer haben. Ausrüsten. Dronia. Schildkrötenpanzer. Lass mich raten. Oh. Hallöchen. Oh. Oh. Ja. Ich bin sexy. Sexy. Ja. Hier brauche ich, glaube ich, den Universalschlüssel. Vermute ich mal. Und dann teleportieren wir uns nach Stinsbruck. Nicht Stinksbruck, wie ich immer gedacht habe. Und holen uns jetzt einfach mal ein bisschen Geld. Wir haben ja noch was auf der Kante. Hätte ich auch gerne mein echtes Leben, wenn das so schnell gehen würde. Das ist 72.000. Abheben. Dann hole ich 20.000 ungefähr. Sollte eigentlich. Nein, das sind 2.000. Sollte vielleicht sogar ausreichen. Und jetzt eben schnell zum Alchemiekessel. Achso, doch, das ist Leopold. Rubin der Rage. Was brauche ich dafür? Habe ich es so vielleicht sogar? Alle Rezepte. Stahlhelm. Häschen. Wo haben wir denn? Robe der Ruhe, Lammwolle, okay. Schutzrubin, Rubin der Rage. Kann ich sogar. Ach, guck mal, dafür brauche ich Korund. Cool. Sieht cool aus. Akkreszenz brauche ich. Ein Allzweckgürtel kann ich machen. Drachenschuppe, Korund. Ich würde sagen, den Allzweckgürtel. Ja. Ultramarinfäustlinge. Ich habe keine Ahnung, woher damit, woher ich die habe. Aber. Ach so. Aber warum nicht einfach einen Allzweckgürtel mitnehmen?
Okay. Yggdrasil Tau, ne? Das ist so krass. So, machen wir das. Mystische Mixtur. Dann brauche ich noch die ganzen kompletten. Achso, Aggressenz muss man dafür. Klopfkäfchen, Wegwurz. Und Weichwurz. Ich glaube, die kann man alle finden. Glaube ich. Okay. Raffinesse. Kristallscherbe. Astralfeder. Könnten das holen. Wir haben genug Erde, obwohl Erde muss ich noch warten. Ein Stahlbreitschwert. Machen wir. Wir brauchen die kompletten Stahlrüstungen, ne? Nee. War das die Stahlrüstung? Ich glaube, das war die Stahlrüstung. Stahllanze. Das überziehe ich jetzt ein bisschen, aber egal. Stahlstab. Eisenpeitsche, Stahlklauen. Ich bräuchte eher sowas wie. Warte mal, Stahlschild. Habe ich ein Stahlschild eigentlich schon? Stahlschild muss ich mir herstellen. Den Stahlhelm. Ausgerüstet. 2. Brauche ich nichts herstellen. War das Federhaarband oder sowas ähnliches? Katzenstreu kann man irgendwo auch holen. Wo hab ich das denn gesehen? Na egal, wir machen das später nochmal. Jetzt habe ich, diese Folge ein bisschen überzogen. Mal gucken, wie ich das alles schneide.